Hallo, liebe Kunden und hallo, liebe Freunde des Schuhwidu und ein liebes Hallo diesmal ganz besonders den Freunden der Barfußschuhe. Jetzt steht ja so langsam der Saisonwechsel bevor, auch wenn wir jetzt noch ein paar schöne Tage haben, aber das heißt ja nicht, dass es auf alle Ewigkeiten so bleibt. Das heißt also, wir müssen automatisch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sowieso mit kühleren Temperaturen rechnen. Und da möchte ich speziell auf ein besonderes Sortiment aufmerksam machen. Der eine oder andere, der schon bei uns eingekauft hat, wird es kennen. Und zwar sind das die Barfußschuhe für die breiten Füße. Also nicht nur der Philly bietet halt schicke Barfußschuhe für breite Füße an. Also selbst auch hier mal in schönen mädchenhaften Designs, wo ich auch wieder sage, dass da kommt Freude auf. Gerade bei den Pünktchenmodellen, auch wieder hier mit hydrophobierten Leder und natürlich dieser typischen super weichen Philly-Sohle, haben wir natürlich auch unser Angebot in dem Barfußbereich für breite Füße sehr weit ausgebaut. Also, zum Beispiel bietet jetzt auch der Frodo schöne, warme, gefütterte Modelle von Größe 23 bis Größe 35 haben wir hier erstmal eingekauft. Also ich sag mal gerade, wer denn wirklich ein bisschen mehr Auftrittsbreite hat vom Fuß her, kommt hier mit dem Frodo auch super gut hin. So, und als drittes im Bunde wollen wir mal Girl for Kids nicht vergessen. Die waren bis jetzt erstmal bekannt als Alternative für Däumling, also sprich für die schlankeren Füße. Und die haben aber auch seit einiger Zeit, sprich seit jetzt in der zweiten Saison, Schuhe für den extra breiten Fuß mit konzipiert. Auch wieder in wunderbarer Barfußmanie. Schön weich, flexibel, auch wirklich eine schöne rutschfeste Sohle wurde jetzt nochmal neu konzipiert. Und hier haben wir es mit einem super tollen Lederschuh teilweise zu tun, gerade also für das ganze Jahr logischerweise. Und wir haben es im Herbst, Winter sogar mit ganz minimalen gefütterten Textschuhen zu tun, wo man sagt, da habe ich schon mal einen leichten wärmenden Effekt. Aber der Schuh ist wasserdicht, weil er hat eine Textmembran. So, und damit muss ich sagen, können wir die Mädels wie die Jungs immer mit verschiedenen Modellen bedienen, beraten und schauen, welcher die beste Passform für den jeweiligen Fuß hergibt. Wer unsere Videos schon mal gesehen hat vom Schuhwidu, weiß ja, dass ich auch immer wieder sage, Fuß ist nicht gleich Fuß und Schuh ist nicht gleich Schuh, so rum, genau. Und demzufolge ist natürlich ein mehrfaches Anprobieren von unterschiedlichen Lieferanten unerlässlich. Aber dem Herbst steht sozusagen nichts entgegen. Ich zeige auch hier nochmal die tollen Farben von Frodo. Also ich denke mal, da lässt sich das eine oder andere Modell bestimmt sicher finden. Und ich sage nur, habt einfach viel Spaß, kommt vorbei, macht einen Termin am Nachmittag und für den Samstag. Und wir freuen euch auf euer Kommen. Bis dahin.